Er wollte es mal nicht übertreiben. Oh. Oh, Chicken Salty. Yukanna umi no senshi ni ore wa naru. Also mal auf Maximum Level, was bisher geht. Ja, wird's noch schneller. Ich muss ihn nur mit Usopp besiegen. Was ich die ganze Zeit mache. Oder darf ich den Timeskip Usopp nicht benutzen? Das hat ja eigentlich damit nichts zu tun, ne? Warte, ich gehe nochmal aus der Mission raus. Ich benutze mal nicht den Timeskip Usopp. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich wahnsinnig ist. Ich habe ihn doch jetzt so viele Male mit Usopp bekämpft. Nicht mal den Nicht-Timeskip Usopp. Du bist ja auch ein Nicht-Timeskip, ne? Sieht man ja auch schon an deiner Frisur. Weil da sind die Haare ein bisschen bauschiger. Komm, dann darfst du auch ein Samurai sein. Jeder wird ein Samurai! Einfach weil. 32 ist auch eine schöne Zahl. Das ist 33 auch Chicken. Ach, verdammt, ist sogar noch ein bisschen besser als 32. Oh Gott, jetzt wird's noch seltsamer, wenn ich damit Usopp einen Kizuna-Angriff mache. Bitte, Usopp! Lass mich das Kätzchen mit dir jetzt in den Arsch treten. So eine interessante Attacke. Ich fühle mich schon so klein, bin ich verarscht? Dass Karl das nur für die Strategie gezählt hat? Mr. Piratenkapitän, hier bleiben! Diese Maske! Sieht schon richtig geil aus. Die Zeit läuft langsam aus. Was, Leute? Lass mal Zorro holen. Seine größte Schwäche, Sackgassen.
Orientierung. Hey, Zoro! Ich bin da, um dir zu helfen. Ich hätte gern das Zoro King-Kostüm von Usopp gehabt. Schafft ihr auch allein. Wie einfach jetzt schon umfallen. Lol. Der stand zu weit weg. Okay, das ist nur für nahe Leute. Das ist nur für nah dran stehende Leute. Erstmal die Pioniere checken. So, meine kleinen Pioniere, ich hab hier eine Gewürzsterne. Aber generell Feuer unterm Hintern. Also deine Timeskip-Attacken fand ich besser, Usopp. Ach, Chip, das ist doch nur daran, weil du so ein großer Pflanzen-Pokémon-Fan bist. Brauche ich die Orangen überhaupt? Mandarinen, sorry. Das sind ja Mandarinen im Original. Mandarinchen. Burn, baby, burn! Burn, baby, burn! Wie der Typ immer noch hinter mir steht! So, guck, wie seine Leute verbrennen! Ich bekomme jetzt gleich Nummer! Das Schatzereignis. Da rennen gerade ziemlich viele zum Dorf. Jetzt müssen wir hier aufhalten. Leute priorisieren. Ich muss ja eigentlich Kontrolle über die feindlichen Gebiete bekommen. Den nächsten Schritt. Aber ich sage es, sobald Usopp seine Strategie aufgestellt hat, kommt Kuro. Ach, die haben schon. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass Pioniere angefordert wurden.
Aber so kann ich auch gleichzeitig Usopp Strategie nicht machen. Das heißt, wenn ich dann Kuro nachher klatsche, dann ist das sein Schatzereignis. Hoffentlich. Ich meine, ich habe natürlich genau gesehen, dass da Pioniere kommen, oder ich 20 Züge voraus bin im Spiel. Schwierigkeiten. Es ist ja momentan nur in Schwierigkeiten, kein Fluchtversuch. Aber ich habe kein Fragezeichen. Jetzt habe ich gerade ein Fragezeichen, warum? Nee, ist aber immer noch Todesfokus. Kein Schatzereignis. Wenn ich noch wüsste, ab welchem Zeitpunkt das gemeint ist, man kämpft ja zweimal gegen den. Ich gehe erstmal zu Nami. Ja, das sind wir bei der Strategie. Mit dem Todesbuckel. Das sind ja so viele Leute. Auch beim Dorf. Oder zur Not muss ich im Internet mich ein bisschen darüber schlau machen, welcher von den vielen Kokos da gemeint ist. Usopp. Schatzereignis. Wenn ich das gleich nicht kriege. Na, ja, komm gerade angerannt. Hier, bitteschön, Feuer. Ihr seid gefeuert! Ich helfe doch schon. Keine Sorge. Luffy zu Schwierigkeiten. Ach, Luffy. Eigentlich muss ich hier bei Wooster bleiben. So, mein Territorium. Lass mal mein Vergangenheits-Ich in Ruhe, obwohl ich jetzt eigentlich auch Vergangenheits-Ich bin. Das ist ein richtiges Zeitparadox.20 Sekunden. Aber vorhin war kein Fragezeichen beim letzten Bosskampf, ne? Oh la 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 la
Ja, ist schön und gut, dass Usopp bereitsteht, aber Luffy. Ich gebe nicht auch, hatten wir auch. Aber der hat kein Fragezeichen. Also ist das der erste eigentlich, gegen den man kämpft. Ich esse jetzt Luffy geheilt habe. Also theoretisch bin ich gerade kein Fremder. Ich Luffy, mein Kill! Aber es ist auch nur die Cutscene. Also das ist wirklich der erste gemeint, aber ich habe ihn doch vorher mit Usopp besiegt. Ich verstehe das nicht, Leute. Falsch. Weshalb mache ich es falsch? Ich bin doch die ganze Zeit Usopp. Naja, Trick, das liegt halt am Zeitparadox. Oh, keine Ahnung, vielleicht ist das Internet schlauer als ich. Wie versprochen habe ich nachgeguckt, was ich für dieses Schattereignis tun muss, weil wir das die letzten drei Male nicht geschafft haben. Und ich muss sagen, ich hasse das Spiel. Denn die Formulierung ist ein bisschen unglücklich gewählt. Ja, wir kämpfen Captain Black mit Usopp. Ich habe ja die letzten Male Usopp benutzt, ne? Weil hier stand ja auch Erobere mit Zorro. Hole mit Luffy. Und das habe ich bekommen, als ich jeweils die Charaktere gespielt habe. Jedoch muss ich nicht Captain Black als Usopp besiegen. Sondern der NPC Usopp muss ihn besiegen. So wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, deswegen ist auch ein zweiter Usopp hier. Das ist vollkommen egal, wen ich nehme. Die hätten das anders formulieren müssen. Lass du Usopp Captain Black besiegen. Also Luffy, du bist der Stärkste. Gib mir mal wieder dein Timeskip-Outfit, damit ich Timeskip-Attacken benutzen kann. Ich könnte wahrscheinlich auch... keine Ahnung... Shanks benutzen. Oder Just for the Lulz Hancock. Nee, ich habe gerade keine Lust, jemanden hochzuleveln, weil wir haben schon nach 6 und haben noch nichts gegessen. Abendbrotmäßig. Ich habe ja schon Buggy zweimal gemacht, jetzt hier das dreimal, das ist jetzt das vierte Mal. Will aber heute noch fertig werden. Ich muss gerade überlegen, Luffy noch irgendwelche Münzen vollstopfen, aber ich habe auch keine Münzen mehr. Ah.
Ja, das Superhören. Von alleine darauf zu kommen, das benötigt auch ein Superhören. Ja, muss aber die Dorfbewohner fliehen. Das ist meine Niederlage. Die Frage ist, tue ich dann ja auch die anderen dazu. Eigentlich wäre es ja schon besser für die Verteidigung des Dorfes. Lass mal Usopp aus der Zorro aus der Sackgasse holen. Ich wollte dich jetzt nicht beleidigen, Zorro. Ja, fast das Dorf erreicht. Egal, machen wir es mal ein bisschen spannend. Hallo! Ich hoffe, ihr seid bereit! Ich bin es auf jeden Fall! Mein Kisurarasch ist bereit. Eigentlich voll OP, dass Timeskip Luffy mit der Pre-Timeskip Crew kämpft hier. Wenn das mal im richtigen Anime gewesen wäre, uff. Tschüss, Leute. Ja, lass mich mal weiterkämpfen hier. Ja, so einen Namen hier rumschubsen, Mister. Jetzt, wir gehen jetzt da vorne hin. Sag es, was wäre klug? Wir am besten nicht über Klugheit checken. Das wird schon irgendwie klappen. Ja, keine Sorge, ich bin schon unterwegs. Und denke nicht nach über Strategien. Ich lasse es auf mich zukommen. So wie die hier jetzt meine... Ja. Auf sich zukommen lassen müssen. Du hast doch jetzt gerade nur das Luffy sagen lassen, weil du die Attacke vergessen hast, wie die Nummer hieß. Ach, ich würde doch niemals Sachen vergessen. Kommt schon, Leute. Nur immer. Mr. Piratenkapitän.
Hallo. Wie lebt ihr noch? Und da ist er. Ja, Kätzchen. Kennen wir schon. Dann warten wir mal, bis Usopp sein Ding aufgestellt hat. Ja, das räume ich ein bisschen auf, ne? Ja, Hauptsache Zora, die Ruhe weg. Ich hab nicht die Ruhe weg. Ach, die sind gleich hinter der Barrikade, wenn das so weitergeht. Ich kann nur auf einer Seite aufhalten, die Leute. Wobei, ich habe eigentlich eine Range-Attacke mit Rock, mit Red Hawk, ne? Also, zu viel Range war es noch wieder nicht. Ich hab Feserleine! Aber wenn ich hinter die Barriere gehe, ist das ein bisschen unglücklich. Treffe ich den mit meinen Attacken hier? Ja, ich habe ein paar Leute getroffen. Die geht sogar nach oben hin. Uff. Ihr macht es Sorgen, dass die Leute hinter der Barriere sind. Wir bleiben. Komm, ja auch noch.